Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Zusammen mit dem SvecTube. Hallo! Hallo! So, endlich habe ich mal die Startanimation hier bei mir drauf. Du siehst mich ankommen. Ich sehe dich noch gerade nicht. Ich suche gerade die Richtung. Oh, leck. Oben. Ja, nee, ist klar. Ich bin da. Ah ja, da kommst du gerade. Ich habe dich jetzt leider nicht anfliegen sehen, aber das Wegfliegen von der Kapsel kriege ich jetzt. So, jetzt habe ich raus und jetzt startet man nämlich meine Kapsel wieder. Die haut immer wieder ab dann. Ich bin hier nur Besucher, offensichtlich. Mach's gut. Ja, aber weißt du was? Wo wir beide keine Besucher sind, oder beide Besucher, je nachdem, wie man sieht, ja. Ist mit unserer Kapsel ein kleiner Unfall hat. Wo? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Wie, echt nicht? Hier? Jetzt sehe ich sie. Ja, okay, jetzt ist sie aufgeploppt gerade. Jetzt warte mal, wenn du reingehst, kann ich da noch einsteigen? Geh mal rein. Ja, ich bin unten drin. Okay. Ich kann theoretisch starten. Ja, also wir hatten eben nur einmal neu gestartet in der Hoffnung, dass sie sich selbstständig aufrichtet. Warte, ich muss raus. Mein Rucksack ist doch bestimmt nicht wieder leer. Ah. Ja, genau. Ich schwimme noch ein bisschen unter Boden. Moment, wo jetzt ist die Frage, wo liegt denn mein Krams rum? Wo habe ich mich ausgelockt gehabt? Glück kriege ich Sauerstoff, während ich unter Boden bin. Ich tauche auf. Suchst du mal mit eben? Ich hab's gefunden. Das ist noch momentan das Problem, weil der lässt halt meinen ganzen Krams hier liegen. Ach, da bist du. Okay. Und ja. Es ist ja auch sehr klein. Ja, das ist komisch, dass das kleiner ist als normal. Ja, und da ist noch hier ein Hydrazin. Vergiss das nicht. Oh, das hätte ich glatt. Ich hab's auch gar nicht gesehen. Das war bei mir gar nicht zu erkennen. Die Windkraft. Mehr gibt's nicht. Nee, das ist mein Multitool da unten, ne, was da noch am Boden genau, liegt. Und das kriegt man ja eh nicht abgebaut. Okay, jetzt. So, warte mal, ich mache jetzt mal Folgendes. Bevor das nämlich hier in einem großen Feuerball alles in die Luft fliegt, fahre ich mal kurz mein Fahrzeug weg. Ich gucke jetzt gerade, ob die Aufnahme wirklich läuft. Ja, das wäre jetzt richtig blöd. Ja, das ganz ehrlich, das wird jetzt absolut phänomenal. Bevor das in einem großen Feuerball. Okay, so, ich bin drin. Warte. Okay, ich bin auch drin. Wir zählen dann, das sieht so schräg aus. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt drauf drücke. Wenn die sich nicht fängt, ne, dann gehen wir beide drauf. Kann es sein, dass die Fahrzeuge jetzt genau in Flugrichtung gestellt hat? Warte, ich schwimme noch mal ein bisschen. Da geht's bergabwärts, da kann ich ja auftauchen. Ja, ich sehe dich da auch. Krabbel. Ich komm nicht hoch. Hilfe! Warte, ich komm raus und baue dir ein Loch sonst. Warte. Ah, jetzt. Ja, siehst du, man muss dir nur helfen. Warte, ich fahr mal auf die Seite wegen dem Feuerball und so. Ich hab ein ganz doofes Gefühl. Also ich würde mal annehmen, dass das Ding die gleich auf... Aber man weiß es nicht, was da für eine Mechanik hinter ist, ne? Ja, es kann auch sein, dass der einfach nach oben fliegt. Ja, in dem Fall geradeaus und uns senkrecht den Boden. Ich hoffe nur, dass sie da nicht so landet auf dem nächsten Planeten. Hey, Tronk! Oh, das ist super! Ja. Pass auf. Okay, willst du? Weil wenn ich jetzt drücke und es geht schief, dann sagen wir alle, ja klar, nein, der Zweig hat gedrückt. Nein, drück du. Das ist, okay. Ja, zähl runter. Dann die Startsequenz. 3, 2, 1. Oh, Scheiße! Scheiße! Okay, er kriegt's hin, boah. Oh yes, baby! Kannst du lenken oder so? Oder sucht er sich jetzt einen aus? Ich glaube, ich mach grad gar nichts. Versuch du mal. Oh. Drück mal nach vorne. Ja, am Boden! Guck mal auf den Planeten. Ah, okay, super. Ist das unser Planet oder ist das schon ein anderer? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Das ist unserer, glaube ich. Also der schaut zumindest aus wie unserer. Ach, das erkennst du, ja? Ja, so kugelförmig, ja. Lass es mal den dreieckigen da anfliegen. Wollen wir dann den blauen oder den roten nehmen, der da am Horizont irgendwie auch... Ach nee, können wir gar nicht. Jetzt warte mal, das ist jetzt nämlich die große Preisfrage. Können wir da auch hier rüber fliegen? Ich könnte jetzt nochmal diesen Knopf oben drücken. Den könnte ich nochmal. Wenn du jetzt auf dem Planeten schaust, siehst du, da unten ist unsere Base. Ja, Tatsache. Okay, dann ist das unser Planet. Dann wollen wir da ja nicht hin, ne?
Ja, aber das ist ja voll cool, weil dann könnte man nämlich jetzt auch auf die andere Seite vom Planeten eigentlich theoretisch mit der Kapsel dort landen. Irgendwas total Verrücktes machen und dann wieder gehen. Ja, oder wir suchen einen anderen Planeten. Also ich, von der Idee würde ich schon ganz gerne versuchen, einen anderen. Ja, ja, aber die Frage ist, wie kommen wir nochmal an? Wir können ja nochmal diesen Knopf oben drücken. Den drückst du aber jetzt. Ja, ich meine, weil man könnte jetzt unten auf dem Planeten in einen von den Kreisen klicken. Ich schätze mal, dann würde er direkt landen. Ne? Ja, oder halt weiter, ne? Ich würde einfach mal diesen Weiter-Button anklicken, ne, oder? Das probieren wir jetzt einfach. Okay. Wow! Wow, okay. Krass. Okay, Kark. Erdähnlich. Erdähnlich, Kark. Okay, was kann man denn auch? Oh, wie cool. Aber wir kommen nicht weiter mit dem Ding, kann das sein? Schau mal, wir müssen auf den Mond, um weiterzukommen. Die anderen sind außer Reichweite. Ach, wie doof. Okay. Wow, 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 okay. Ja, aber auf dem Mond, wenn das ein karger Planet ist, das klingt ja jetzt schon nicht so gut. Nicht so schön irgendwie, ne? Aber jetzt warte mal. Wenn wir jetzt in der Umlaufbahn von dem Mond sind. Ja. Da gibt's ja nur eine Landefläche, so wie ich das gerade sehe. Ne, zwei, auf beiden Polen. Hm, wo, auf beiden Polen? Ach ja, unten und, nee, ich sehe nur einen Pol. Also ich kann nur, ja, ich sehe nur eine Landefläche. Jetzt pass auf, wenn wir von hier aus, ich drück nochmal auf den Knopf, oben. Ach, du siehst den Knopf noch? Ich sehe nur so ein Blindensymbol, so, also blau mit drei weißen Punkten. So ein Blindensymbol? Ja, so. Wow, wow, was ist da? Was denn? Hier ist irgendwas im All. Wo? Ich, ganz ehrlich, also ich habe jetzt die Erde und den Mond habe ich in der ziemlich entfernten Ansicht und sehe diesen großen Kreis. Nee, also ich glaube, nee, war Quatsch. Ach, das, was da oben schwebt. Doch, was ist denn das? Gewesen. Ach, das ist unsere Startstation. Da oben wahrscheinlich. Ach, das ist die Startstation. Ja, okay. Ja, macht Sinn. Ja. Also ein bisschen. Oh, hier, nee, da ist ein Planet reingekommen. Oh, der ist verstrahlt. Das ist vielleicht nicht so gut. In die Umlaufbahn hier. Ey, das... Oh! Ich habe versehentlich draufgeklickt. Ja, wollte ich auch. Aber jetzt ist er auch raus wieder aus der Umlaufbahn. Ja, aber wir sind... Ah, den roten könnten wir gleich vielleicht anpeilen. Ja, warte mal. Jetzt sind wir da drauf. Ach, das ist ja cool. Die Mechanik finde ich super. Also wir sind jetzt am verstrahlten Planeten. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ach so, ne? Okay, ich klicke. Ach so. Jetzt können wir zum exotischen Planeten weiterfliegen. Exotisch klingt gut, oder? Exotisch klingt sehr gut, ja. Und wollen wir den da nehmen? Der rote, ja, der, komm, hinterm. Ja. Jetzt, unser Sprit wird auch langsam leer. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile unsere zwei... Woran siehst du denn das? Na, wenn ich jetzt gucke auf die Kapsel... Ich sehe die Kapsel gar nicht. Ich bin hier super weit rausgezoomt. Wie kommst du denn da rein in die Kapsel? Alles klar. Okay, ich habe jetzt auch mal auf den Planeten geklickt. Jetzt bin ich wieder an der Kapsel. Ja, dann lass uns mal landen hier. Lass uns mal landen, genau. Am besten irgendwo, wo es schön ist. Ja, wo es gelb ist. Gelb-blau oder lila-blau oder... Ich würde das untere ja jetzt einfach mal nehmen. Ja, mach mal. Genau. Okay, wir landen. Okay. Wir landen. Aber bitte richtig rum. Ich weiß es nicht. Ich versuch's. Boah, leck. Ja, wie geil. Ja, das sieht ja mal exotisch aus hier. Wir sind auf einem fremden Planeten. Wie cool. Und so schnell. Alter, das ging jetzt echt sackig. Aber das Problem an der Sache ist... Wir haben immer noch Aufladung hier für das Hydrazin. Und ich mache jetzt gleich erstmal mein Inventar leer und knall da mal das restliche Hydrazin rein. Ja, das wollte ich auch gerade tun. Verdammt, das ist mir glatt weggerollt. Also wir könnten ja mit dem, wir können uns ja umgucken und wenn wir sagen, nö, hier ist doof, fliegen wir weiter. Ja, so wie ich das verstehe, kannst du auch dieses Spaceport-Ding wieder abdocken von der Station. Ach echt? Also ich weiß nicht, ob man dieses Basisteil dann abdocken kann. Also wenn nicht... Ich würde es jetzt nicht drauf ankommen lassen, weil ich habe bisher mit dem Tool noch nicht rausgefunden, wie man Sachen löscht. Wenn nicht, wäre schwierig. Ich hätte jetzt mal als Idee, ich stelle uns direkt mal Verbinder her. Verbinder wäre eine geile Idee, ja. Ja, ich habe ja zweimal Gemisch. Das ist natürlich die große Preisfrage des Ganzen. Was gibt's hier überhaupt? Wir sind direkt neben so einem Krater rausgekommen. Ach, wie geil. Eine Höhle. Ich habe gleich was zu forschen gefunden. Lag da so rum. Das lag da echt so rum. Ah, die Höhle ist ja geil. Ich mache uns hier gleich mal schon mal... ruhigen Weg. Aufgang. Oh, das machst du schön. Ja. So, ich nehme mal das Forschungsdingens gleich mit der zur Base. Ich frage mich, haben Sie das Hydrazin verbraucht hier mit dem, wenn wir Sauerstoff tanken und sowas?
Oh, keine Energie mehr. Das ist natürlich doof. Die müssten wir aber hier durchkriegen, oder? Nee. Ja, klar nicht. Wir haben ja nichts dran. Warte mal. Shit. Ich dachte, durch Citrazin vielleicht so ein bisschen. Nee. Ich guck mich mal eben auf der Oberfläche ein bisschen um, ein paar Meter. Ach, warte mal. Ja. Bevor wir Verbinder platzieren, müssen wir erstmal gucken, wo hier überhaupt was geht, ne? Ja, ja. Oh, ja, ein paar Meter können wir ja so laufen. Oh, hier sieht's ja interessant aus mit den. Guck mal. Die sind immer so. Löcher in den Erhebungen. Warte mal, ich komme mal zu dir. Allgemein ist der Planet voll schön irgendwie. Ich finde ihn jetzt irgendwie farbenreicher als unseren letzten. Ah, da ist wieder was zu forschen. Ja, ja, Sauerstoff geht ja hier auf jeden Fall noch. Ja gut, wir haben relativ einen guten Tank noch dran, also... Ein paar Meter laufen kann man, ja. Ich sehe keine Ressourcen hier. Ja, ich sehe nur Forschungsdinger hauptsächlich. Weil ich habe jetzt schon das dritte Forschungsknubbelchen an unserer Raumstation abgesetzt. Ganz schön weit weg schon. Oh. Okay, jetzt habe ich gerade auch keine Energie. Kupfer, genau. Ich kann auch gar nicht mehr aufnehmen. Warte mal, warum habe ich denn so viel organischen Krams hier? Das Organische kann ja erstmal weg hier und dann nehme ich doch lieber den Kupfer auf. Oh ja, kann ich habe auch nicht. Sehr viel. Oh, ich kann es wieder nicht hochheben. Boah, aber warte mal. Mal blöde gefragt. Ja. Wir können ja hier wunderbar Farming-Action machen. Und dann starten wir mit dem Ding einfach wieder und fliegen wieder heim. Ja, aber wie viel willst du farmen? Also außer den Rucksack halt, ne? Naja, klar. Das ist ja jetzt das Blöde, weil mir passt dann das Ding nicht ran. Ich würde mir dann am liebsten voll die Mega-Rakete bauen. Es gibt bestimmt auch bessere Raketen und größere, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, aber das ist noch nicht drin, oder? Weil sonst hätten wir es ja jetzt auch bauen können. Aber das ist jetzt so die Frage, ne? Vielleicht muss man es auch erst erforschen. Das wäre das Nächste. Oh, was ist denn das da oben? Warte mal eben. Ich lade mal eben hier meinen Malachit ab. Wow, hier ist Giftgas. Was? Nein. Oben auf dem Berg? Draußen? Naja, hier oben, ja. Auf der Oberfläche. Ach so, das war der Pilz, den ich gesehen habe hier. Weil es ist ein. Aber für Thumbnails ist das hier echt mega, ne? Ja, aber. Wollte ich mal gesagt haben. Ich muss die Verbinder mal eben. Greift's mich an? Ja. Hey! Ich muss mich beeilen! Ja, komm jetzt, ich mach Fotos gerade von dir, wie du läufst. Ja, Dia-Show. Ich glaube, das machen wir dann so als... Geh da weg, dir fliegt so viel Krams hinterher. Ja, ich bin immer die ganze Zeit außen rum. Der explodiert gar nicht, der Pilz, ne? Das ist komisch. Die sind mal hartnäckig hier, die Jungs da. Also die sind echt ganz, ganz fiese Nummer. Ja gut, die Forschungsmaterial, also wir brauchen also auf alle Fälle... Nein! Oh, doch. Was? Ich hänge hier fest. Verdammt! Lauf weg. Ich lauf. Weil ich nicht weiß, wo du rauskommst. Hier kommt ein Sturm gerade. Ja, ich höre ihn. Oh nein, ich bin auf der falschen Seite. Runter in die Höhle? Nee, in die Kapsel. Na gut, okay. Weil da haben wir Sauerstoff. Stimmt. Oh, bitte lass es mich schaffen. Lass es mich schaffen. Oh, drin. Mein Körper hängt unten. Ich glaube, dass ich in der Kapsel bin und mein Körper hängt unten dran. Das sieht sehr schwierig aus bei mir. Bei mir bist du in der Kapsel drin. Also bei mir klebe ich mit der Stirn an so einem Verbinder. Und nein. Doch. Oh. Bitte lass es nicht schon wieder umschmeißen. Es sind dieselben außerirdischen Würfel, die uns hier schlagen. Okay. Also nichts Exotisches. Also wir müssten ja, wenn überhaupt, hier Harz finden, ne? Sonst sieht es mal schwierig aus. Also ohne Harz kommen wir hier nicht weiter. Nee. Oh.
Ich meine, man könnte nochmal abheben und an einer anderen Stelle dieses Planeten landen. Ich weiß aber auch nicht, wie weit unser Treibstoff, also ob der immer gleich viel Treibstoff verbraucht. Oder hast du zwischendurch darauf geachtet, hat das Reisen zwischen den Planeten auch nochmal... Also es hat auf jeden Fall alles gekostet. Wir haben am Anfang bloß nichts verbraucht, weil wir ja noch die Außentanks dran hatten, die sich langsam verbraucht hatten. Ja. Es gab ein bisschen laut bei mir. Wollen wir hier mal weg? Ich weiß es nicht. Ja. Ich würde jetzt sagen, komm, heben wir ab. Ja, kostet ja nichts. Okay. Der kostet ja nichts. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir genug haben, dass wir wieder weg. Oh, da sieht man echt den. Ich habe jetzt gerade beim Abheben den Sturm gesehen. Wow, das ist ein cooles Bild hier gerade. Mit den drei Planeten in Reihe. Ja. Schick. Oh, ganz toll. Huh. So, was sind das da unten für? Also wir haben auf jeden Fall sau viele Planeten hier gerade. Alle in Reihe. Die sind alle bei uns. Mach mal, wir müssen dann mal, aber du siehst momentan, diese Umlaufbahn-Animation siehst du auch noch nicht, ne? Oder? Warte. Jetzt sind alle Planeten in Reichweite. Wir haben einen Tundra-Planeten, auf dem waren wir, glaube ich. Nee, wir waren auf dem Erdähnlich. Exotisch und erdähnlich, ja genau. Genau. Wir könnten Wüsten haben. Wie siehst du denn, dass es in Reichweite ist? Hast du diesen orangen Knopf nochmal gedrückt, oder? Genau, und dann kommst du in die Kartenübersicht. Gut, das mache ich auch. Ich wusste nur nicht, ob das den Sprit braucht schon. Ja, boah, cool. Aber guck mal, da oben ist ein wüstenhafter Planet. Der rote, oh, ne? Der wird mich schon mal reizen. Ja, dann noch. Hinder. Dann machen wir das. Okay. Start. Ja. Okay, wir sind weg und sind dran. Boah, schaut der mega aus. Der sieht richtig pinkig aus. Gibt's überhaupt gar keine Lande? Ah, doch, da kommen Landezonen. Ich würde sagen, wählen wir irgendeine aus, am oder? Am Pol vielleicht nicht unbedingt. Der schaut ziemlich zerklüftet auch am Pol aus. Ich nehme die da mal. Da ist, okay. Da sind alle drei Farben vertreten. Da war so gelb. Nanu, da habe ich doch. Ah, doch, ja. Jetzt liegt er dahin. Genau da. Weil da was Gelbes war und, ach, das ist Gebirge. Okay, alles klar. Oh, yes. Das gefällt... Oh, warte mal, wir sind voll in den Sturm reingekommen. Oder? Nee, ist wüstenhaft. Der ist so. Oh, der schaut aber cool aus. Wir haben Energie. Ist auf wir alle kriegen Fälle, Energie, ne? Ist ja. Auf alle Fälle glatt hier. Ich habe noch zweimal Hydrazin dabei, also ich mache mir noch keine Sorgen. Nee, irgendwie schaut der schon cool aus. Was ist das denn hier? Ist das gefährlich? Da fliegen so Bälle rum. Wo? Wow, 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 warte mal, das sind so stachelige Bälle, Vorsicht, hinter dir. Wow, da kommt noch einer. Siehst du die nicht? Nee, die warte bauen mal. Sich wahrscheinlich gleich erst auf, du. Geh mal kurz in die Kapsel rein, weil das schaut aus, als wären wir gerade in einem Sturm drin. Okay. Du, was man nicht sieht. Ne? Das kann einen nicht umbringen. Ich kann den Boden hier gar nicht abbauen. Dann mache ich hier ein Loch. Mache ich hier ein Loch, wo ich bin. Guck mal. Warte mal, das Kupfer? Doch, ja. Nee, du baust nichts ab. Ich glätte den gerade nur, den Boden, ne? Ja. Warum denn? Aber ich kann abbauen. Okay, das geht. Energie. Warte mal, Energie ist gut. Oh, ich bin gestorben. Woran? Ja, an diesen Dingern. Ich sehe sie doch nicht. Rette dich. Schade, ja, ich würde die auch Dinge. Gerne sehen. Dann komm noch mal in die Base rein. Ich hole mir mal eben. Ja, doch, mach ich mal eben. Genau, weil vielleicht durchspeichern. Aber wir haben hier irgendein Metall gefunden. Ich sitze hier auch nicht richtig drin in der Base. Ich sitze schon wieder draußen dran. Ich mache dir mal ein Foto davon, das musst du sehen. Dann muss ich nachher mal zeigen. Musst du mir mal zeigen, ich ja. Ich stehe jetzt genau vor dir, an dem roten Ding, wo du dran sitzt, wo du drauf guckst. Da sitze ich seitlich dran. Was? Ja. Das ist ja seltsam. Jetzt, warte mal. Oh, da hinten ist wirklich ein Sturm. Ja, oh, jetzt sehe ich, den Sturm sehe ich jetzt auch. Musst du höllisch aufpassen gerade. Da sind überall diese blöden Ekeldinger. Ich sehe sie nicht. Ich suche meine Leiche, das ist das Problem. Hier. Achso, kannst du sie nochmal ausgraben? Ich sehe da nichts von. Oh, warte. Au. Ja, ich jetzt. Warte, ich muss mal ganz kurz zurück. Ich bin ziemlich. Ich auch. Bei mir ist rot. Okay, ich bin mal rein. Vorsicht. Ich sehe doch nichts. Du weißt ja, der Ahnungslose. Ja.
Ey, es sind zwar echt viele jetzt gerade. Also es sind wirklich viele. Den kannst du fast nicht ausweichen. Das ist, wenn du das sagst. Also ich glaube. Oh, jetzt habe ich was durch die Kamera eben fliegen sehen. Ziemlich schnell. Ja, sind die so gelb-rot? Die sind rot und haben so grüne Stacheln dran. Wie Kakteen ungefähr. Also so. Ja, er flog aber nur durchs, eben einmal richtig schnell durchs Bild. Also ich, es war gar nicht richtig zu sehen. Ich sehe hier nichts fliegen. Das ist schade eigentlich. Also ich vermute, durch den extremen Wind, der hier herrscht, ja, werden die hier Oh, kein Scheiß, ich sehe nur null. Das ist laut, das ist ein Riesensturm. Oh, ja, okay, gut. Also ich glaube, das Einzige, um hier auf dem Planeten wirklich Glück zu haben, du musst dich sofort eingraben, weil ansonsten wirst du von diesen Viechern da umgelegt. Das bräuchte ich, hätte ganz gerne mein Hydrazin wieder, was da in meinem Rucksack liegt. Ja, ich weiß schon. Aber ich, warte mal, ich kann sie ja sehen. Das heißt, ich kann ja versuchen, dahin zu gelangen. Ach, warte mal, bringt nix. Oh, nein, du kriegst mich nie. Ich würde so gerne sehen. Der ist nichts zu sehen bei mir. No, Ghost Rider, no. Ah, der Schwede, die fliegen sogar. Ich muss mir das bei dir unbedingt mal angucken. Boah, crazy. Oh, da vorne ist richtig viel Kupfer, ne? Kann das sein? Warte mal. Ja, naja, da ist auch noch was anderes. Warte mal kurz. Da hat sich eins in die Base reingebackt. Nein! Oh. Das ist so schön, wie du so richtig Action hast und ich einfach hier überhaupt gar kein... überhaupt... Nein! Oh, bin gerade noch rausgekommen. Ey, das ist wie... Kennst du doch diese alten Morgenmagazin-Spiele, wo immer rechts, links, hoch, runter. So ungefähr ist das gerade. Ich habe uns mal ein Loch gegraben hier. Was ist das? Malachit, okay. Weil ich will wissen, was dieses eine Rohstoffdings ist. Hier kommen im Übrigen gerade. Ah, ich habe schon Angst gekriegt, dass die weg sind. Au! Sie sind nicht weg, ne? Nein, Titan ist das hier. Die kommen von der anderen Seite jetzt. Ah! Hilfe. Ich kann es nicht sehen, das ist so schwierig, aber ich werde auch getroffen. Ich frage mich, wo mein Rucksack ist. Der lag hier irgendwo, ne? Wo ich grabe, ne? Oder? Ja, warte. Ja, da hinter dir. Genau hinter dir. Ich sehe nicht. Kannst du das Dings da rausnehmen? Das, warte. Hydrazin. Ich sehe dich. Ach, da bist du. Konntest du das rausziehen? Warte mal kurz. Ich mache mal ganz kurz die ganze Gegend hier ein bisschen sicherer. Indem ich uns ein bisschen so sowas wie einen Wall grabe. Oh, Sauerstoff. Verbinder sind da auch noch drin. Die bräuchten wir auch hier hin, damit wir Luft kriegen. Ja. Weil hier zu überleben ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wir die ganze Zeit hier angegriffen werden. Ja, wenn ich helfen könnte, aber ich sehe leider nichts. Ich muss zurück, 25% Sauerstoff, ja. Okay, so. Dein Rucksack liegt hier, also wir haben den auf jeden Fall noch. Okay, ich hole mal zurück. Ich hole mal eben Luft. Und mein Sauerstoffding liegt da ja auch noch drin. Also ich sehe meinen Rucksack nicht. Also wenn du mir die Sachen da rausholen könntest, wäre ich echt dankbar. Warte, wo ist dein Rucksack jetzt? Da irgendwo war er, da ist er. Okay. Keine Chance. Ah, jetzt sehe ich die Teile. Jetzt sehe ich die Teile. Ich helfe dir gleich, damit das schneller geht. Ja, auch gut. Da. Hydrazin schaut aus, als wäre es leer irgendwie. Verbinder. Noch ein Verbinder. Was Organisches. Na, so. Du? Dürfen uns bloß nicht einbuddeln, weil sonst kommen wir hier nie mehr raus, weißt du? Aber das bricht auf jeden Fall diese fliegenden Dinger ein bisschen. Dass die nicht mit so Karacho hier ankommen. Ja. Weil dann kann man leichter aus dem Weg gehen, wenn die... Oh, Sauerstoff. Oh, ich bin am Sterben. Warte, komm hier hoch. Da geht's noch. Ah ja, okay. Ich setze uns den Verbinder hier. Genau, einen Verbinder in dieses Loch rein, weil dann können wir dann von dort aus ein bisschen agieren. Nanu? Da liegt ja noch Hydrazin. Bei mir ist gerade total verbuggt irgendwo. Ich kann auch keinen Verbinder setzen. Also ich setze Verbinder, aber ich sehe keine Verbindung. Warte. Der zieht mir auch keine Linie. Warte mal, ich droppe dir die mal, die Verbinder. Drop die mal, ja. Weil ich habe hier jetzt schon ganz viele Verbinder irgendwie verschwendet. Hier müssten welche rumstehen.
Und ich habe meinen Zusatzsauerstoff sehe ich leider auch noch nicht. Das ist ein bisschen doof. Ach doch, den habe ich jetzt drin. Ein Hydrazin. Oh, da kommen wir noch, warte mal, da kommen noch welche. Ein Hydrazin fehlt mir hier irgendwo noch gerade. Siehst du hier noch eins rumliegen oder so? Nee, das habe ich eingesammelt. Ach, du hast das. Okay, super. So. Ah, jetzt klappt das auch mit den Verbindern. Ja. Hast du da noch ein paar rumliegen sehen irgendwo, die nicht funktioniert haben oder so? Ja, ja. Pass auf. Okay. Nee, ich glaube, ich nehme die. Schau mal. Ja. Ob es jetzt geht, meine ich. Ach so. T. Nee, der zieht keine Linie. Nee. Also nee. Bei mir schaut es gut aus, wenn du das tust. Okay. Ah, okay, dann ist das nur der Bug, dass ich die nicht sehen kann. Aber ich gebe sie dir lieber, weil wenn du die setzt, sehe ich sie auch. Ich profitiere momentan von den Dingern auch nicht. So, ich leg die hier nochmal hin. Okay. Tja, das ist ja auch nicht so der richtig geile Planet, ne? Also das ist halt ein extrem gefährlicher Planet, finde ich, weil hier fliegen Kakteen rum. Ja, ich meine, es wäre interessant, wenn ich sehen würde, nimmst du die Verbinder auf nochmal? Ja. Okay, weil die sind ja echt wichtig. Also wenn man die sehen könnte, wären sie mit Sicherheit besser, ja, das stimmt schon. Ja, weil so bin ich hilflos ausgeliefert. Also ich kann einfach nur durch die Gegend laufen und mir denken, oh, wird schon passen. Klack und weg. Ja. Aber ich will mal wissen, ob sich hier unter der Oberfläche irgendwas Interessantes befindet, weißt du? Ja. Weil das ist ja jetzt der weniger gefährlichere Part. Oh, keine Energie. Ja gut, Energie ist ein Dauerbrenner. Oh, ich glaube, da ist ein Loch. Da kommt, da, Höhle. Ja, ja. Oder? Das sieht so aus, ne? Nee, noch nicht. Nicht? Hier runter? Doch. Nee, doch. Oh, doch. Hier. Da ist... Wow. Ich glitsche durch den Boden. Ich glitsche durch den Boden gerade. Versuch mal in meine Richtung zu kommen. Ja, aber unter uns ist eine Höhle. Da, kann ich dir so sagen. Warte, stopp. Unter uns ist definitiv Höhle. Okay, warte mal. Dann gehe ich jetzt mal rauf. Wir müssen ja irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie können wir denn hier, ohne einen Verbinder anzubauen an die Base? Weil ich möchte jetzt vermeiden, dass wir hier eine Basis aufbauen und die nicht mehr lösen können, weißt du? Weil dann müssen wir nämlich so lange hier weitermachen, bis wir wieder einen Shuttle bauen können. Das ist halt gerade meine Angst, weil ansonsten kommen wir nämlich an keine Energie ran, wenn wir hier unten sind, weil wir oben keine Solar- oder Windfahnen oder wie auch immer haben. Ja, wenn man die nicht lösen kann, ich glaube, dann müssen wir uns mal schlau machen, ne? Erst. Also, weil wenn du die nachträglich nicht lösen kannst... Dann sitzen wir hier fest. Ja, aber das kannst du hier nur ausprobieren, sag ich mal so. Mehr kannst du hier nicht tun. Genau. Ja, oder man guckt mal vorher auf Steam oder man wartet auf die Kommentare, wobei wenn das jetzt die letzte Folge ist vor der nächsten Aufnahme, dann haben wir da sowieso eine Überschneidung. Vorsicht, 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 komm runter. Okay. Die fallen gerade ein bisschen schwierig. Hier rein. Okay, wenn du das sagst. Ja, es tut mir leid, aber du kannst sie nicht sehen. Was oh, alles wir da? Sind bei 27 Minuten. Ja, ich weiß. Wollen wir mal beenden? Und dann können wir uns mal unterhalten gleich, was wir jetzt machen irgendwo so. Das müssen wir jetzt erstmal in aller Ruhe, müssen wir uns das mal überlegen. Pass auf, wir gehen zur Kapsel zurück und speichern da und loggen uns aus oder so, ja, ne? Genau. Komm, die paar Meter schaffen wir, ne? Den Weg, den müssten wir hinkriegen. Ja. Bin drin. Also so drin, wie ich in diesem Spiel sein kann. Ich bin auch drin. Draußen wieder dran halt, ne? Also das mit dem leichten, mit diesem bisschen bergigen, was wir da aufgeschüttet haben als kleine Garnison sozusagen, das hat echt funktioniert. Also da ist da nichts mehr reingekommen. Mhm. Die sind alle dran außen abgeprallt. Wenn du das sagst, ich kann es echt nicht sehen. Ey, du musst dir das unbedingt im Video angucken. Ich muss dir das unbedingt bei dir angucken, ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Weil das ist richtig heftig gewesen. Es sind lauter Kakteen rumgeflogen. Aber wenn du dann einfach mal Angst hast, guckst du bei mir rein und siehst einen total zufriedenen Planeten, wo nichts Gefährliches durch die Gegend weht. Das ist auch schön. Unwissenheit kann ein Segen sein. Man muss dazu sagen, wir könnten natürlich auf der anderen Seite, ja, wenn man hier mit Fahrzeugen unterwegs ist, ist ja völlig, völlig unkritisch. Mit Bohrer oder was, kannst du ja diese riesen Felder hier, ist ja alles voll mit Rohstoffen. Das stimmt. Kannst du ja alles ernten. Und dann, boah, und dann müsste man echt... Ja, wir bräuchten so ein Lager-Shuttle, ne? Ein Lager-Shuttle, ja, genau. Genau. So, ein Kommandomodul und ein Lager. Und einer fliegt immer hin und her und bringt die Sachen rüber auf den anderen Planeten. Also die Idee an sich, ja, am Schluss musst du es halt bloß umbauen, ja, zum Abholen. Ja. Taxi, Taxi.
Okay, ich würde sagen, auf dem ungastlichen Planeten, der nicht ganz so gut funktioniert hat. Genau. Sagen wir erstmal Tschüss. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.